Einen schönen guten Abend aus London und FC Chelsea gegen Barcelona werden heute Abend gegeneinander spielen im zweiten Halbfinal-Hinspiel der Champions League-Saison 2011-2012. Barcelona, die kleinste Mannschaft Europas, jedoch die beste Mannschaft Europas, ist natürlich hier Titelfavorit und auch der Favorit des Spiels. Doch FC Chelsea wird genug dafür tun, dass sie das widerlegen können und dieses Spiel für sich entscheiden können und vielleicht sogar ins Finale einziehen. Der FC Chelsea um Kapitän Terry wird mit einem 4-3-3-System spielen und sehr offensiv agieren, denn sie spielen mit drei Stürmern und nur einem Sechser, der ist Essien. Sie werden versuchen, über die Außen zu spielen und dadurch Barcelona ein wenig in die Karten zu spielen, denn die Spanier spielen nicht sehr gerne über die Außen, sie flanken nicht sehr gerne Bälle, sie spielen lieber schnelles Kurzpassspiel durch die Mitte. Und der FC Chelsea versucht so, das schnelle Angriffsspiel der Spanier zu unterbinden und sie erst gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Chelsea hat Anstoß. Juan Mata legt den Ball zurück auf Ashley Cole, der sofort nach außen auf Lampard. In der Mitte ist Torres. Der Ex-Stürmer von Liverpool, der schon so lange kein Tor mehr geschossen hat. Es wäre sehr gut für ihn, wenn der Knoten endlich mal platzen würde. Und das wäre auch sehr gut für Chelsea. Sturridge jetzt über außen. Flankt den Ball hinein in der Mitte des Torres. Und er köpft den Ball ins Tor! Nach 4 Minuten. Wir haben gerade noch über Torres gesprochen. Als ob ihn das motiviert hätte. Als ob er mich gehört hätte. Wunderschöner Kopfball des Spaniers. Sturridge sprintet an der Seitenlinie lang, flankt den Ball hinein und Torres köpft den Ball perfekt ins rechte Eck des Tores. Und genau diese Strategie, die ich für Ihnen vorhin erzählt habe, ist aufgegangen. Sie gehen über die Außen, flanken die Bälle hinein und wollen somit Tore erzielen. Das ist ihnen sehr früh gelungen, nur müssen sie weiter nach vorne spielen. Die Reaktion von Barcelona wird sich nun zeigen, ob sie geschockt sind oder nicht. Sie müssen sich jetzt schnell ins Spiel einfinden. Einwurf Barca jetzt. Abidal wird diesen ausführen. Sergio Busquets legt wieder zurück auf Abidal. Pedro jetzt über außen. Iniesta in der Mitte spielt an zwei vorbei. Hoher Ball auf Pedro, doch Bosingwa kann den Ball für sich behaupten. Fehler der Abwehr. Allerdings hat Essien glänzend reagiert. So geht der Ball jetzt gerade durch die Mitte über Lampard. Der wechselt einfach mal die Seite über Juan Mata. Der Außenstürmer legt jetzt in die Mitte auf Ramirez. Außen läuft Ashley Cole. Der flankt sofort wieder hinein in der Mitte des Torres. Aber Piqué kam ihm zuvor und so gibt es nun Eckball. Der Ball kommt hoch hinein. Auf dem Elfmeterpunkt steht Ramirez. Doch der kann den Ball nicht richtig drücken. Somit gibt es Abstoß. 10 Minuten gespielt und Barcelona scheint noch nicht richtig im Spiel drin zu sein. Sie waren noch nicht großartig in der gegnerischen Hälfte aktiv. Dani Alves versucht jetzt mal was. An zwei Leuten vorbei. Doppelpass mit Sanchez. Dani Alves im Strafraum. Nein, er wird nicht gefoult. Der Schiedsrichter hat auf Eckball entschieden. Ball kommt hoch hinein. Chelsea kann klären und jetzt eventuell der Konter über Juan Mata. Der Ball geht zu Sturridge. Sturridge sprintet. Schöner Ball auf Torres. Der an zwei vorbei. Sieht Sturridge. Der legt wieder nach außen. Ist im Strafraum. Der Ball geht in die Mitte auf Torres. Was macht der? Der schießt nicht. Doch da ist Juan Mata. Und haut den Ball ins Tor. Nach 15 Minuten steht es hier 2-0.
Schöner Spielzug der Londoner. Sie spielen hier die ganze Abwehr der Katalanen aus. Torres verwundert mich in der Situation ein wenig, warum er nicht zum Ball geht. Eventuell hat er gesehen, dass Juan Mata dort angesprintet kommt. Und er haut den Ball in die Mitte des Tores. 2:0 also für Chelsea in der Anfangsphase. Damit hätte wahrscheinlich kein Mensch gerechnet. Barcelona muss jetzt Druck machen. Sie liegen 2:0 hinten. Ein Tor würde ihnen gut tun, denn sie spielen ja auswärts. Und sie wissen ja, die Auswärtstorregel hat schon so manche Mannschaften in die nächste Runde verholfen. Abidal jetzt. Sergi Busquets. Messi am Ball, auf den natürlich wieder große Hoffnungen gesetzt werden. Doch der kann hier sich nicht lange den Ball behaupten, da Essien ihm den Ball abnimmt. Jetzt stehen sich hier zwei Londoner auf dem Fuß. Torres jetzt in der Mitte, der könnte ziehen. Abziehen, doch Victor Valdes kommt rausgesportet und fischt in den Ball vom Fuß. Und da lief der Konter der Spanier schnell, doch der Pass von Messi auf Sanchez wurde abgepfiffen vom Assistenten, da Sanchez im Abseits stand. Somit jetzt Freistoß für Chelsea. David Luiz haut den Ball nach vorne. Jetzt Barcelona, Puyol, ebenfalls ein hohen Ball. Chelsea jetzt im Ballbesitz. Sie schalten jetzt hier einen Gang zurück. Lassen die ganze Sache jetzt ruhiger angehen. Nach der wirklich sehr aggressiven Anfangsphase versuchen sie jetzt durch mehr Ballbesitz im Mittelfeld das Spiel für sich zu entscheiden. Jetzt hier Fehlpass von Juan Mata. Xavi legt den Ball zurück auf Victor Valdes. Busquets jetzt in der Mitte auf Iniesta. Der Ball prallt durch Glück auf Xavi ab. Der legt hier nach außen. Sanchez jetzt über außen. Essien, der Sechser, versucht ihn abzudrängen von der Flanke. In der Mitte Glück für Chelsea, dass der Kopfball des Stürmers von Barca nicht aufs Tor kommt. Jetzt eventuell der Konter. Juan Mata immer noch am Ball. Er ist jetzt noch alleine, aber da läuft Sturridge mit. Der zieht ab und klasse Parade von Valdes. Das müsste Eckball geben. Obwohl sie in Unterzahl sind, spielen sie sich eine sehr gefährliche Chance heraus. Das spricht auf alle Fälle für sie. Und nein, es gibt keinen Eckball. Das habe ich falsch gesehen, weil das war nicht am Ball dran. Halbe Stunde gespielt. FC Chelsea führt verdient. Kein Foul von Iniesta. Vorteil. Torres jetzt mit einem schönen Ball nach außen, doch Abidal kann diesen abwehren. Piqué jetzt muss den Ball verteilen. Puyol schlägt den Ball auf die andere Seite. Sanchez legt ab auf Danny Alves. Der versucht einen hohen Ball nach vorne, doch der geht ins Aus. Chelsea wieder im Ballbesitz. Bosingwa jetzt auf der anderen Seite, spielt durch die Mitte. Ramirez mit dem Übersteiger versucht an mehreren Leuten vorbeizukommen. Das hat er auch geschafft. Sturridge jetzt versucht den Seitenwechsel, doch der Ball war zu kurz. Der Ball landet allerdings wieder bei Lampard, der jetzt hoch rein in den Strafraum. Doch Ramirez kann den Ball nicht köpfen. Und Chelsea immer noch im Ballbesitz. Die Situation scheint immer noch nicht ganz geklärt zu sein. Allerdings jetzt, da Terry einen Fehlpass verursacht hat, Dani Alves mit dem Sprint jetzt über die rechte Seite versucht in die Mitte zu spielen auf Messi, den Mittelstürmer. Barca jetzt weiter im Ballbesitz. Abidal, Messi. Schöner Hackentrick auf Xavi. Sanchez, wieder Xavi. Der spielt an zwei Leuten, an drei Leuten vorbei. Pedro über außen, doch der Ball wird geblockt. Einwurf. Abidal. Hier ist Iniesta, der legt schön rum. Will in die Mitte spielen, doch Essien hat aufgepasst. Und es war eh abseits gewesen. Chelsea kann durchatmen. Und Barcelona muss weiter Druck machen. Noch 3 Minuten bis zur Halbzeit. Sie werden womöglich in der Halbzeitpause reagieren müssen. Oder sie werden sich komplett nochmal neu motivieren. Und eventuell sehen wir eine ganz andere Halbzeit von Barcelona. Allerdings jetzt nochmal Chelsea im Ball. Sturridge. Doch ein schwacher Schuss vom Londoner.
Und somit gibt es nur Abstoß. Aus der Situation hätte man ruhig mehr machen können. Eventuell hätte er in die Mitte des Strafraums gespielt und vielleicht stände es dann sogar 3-0 für Chelsea zur Halbzeit. Sturridge jetzt in die Mitte auf Torres. Wieder Doppelpass zwischen den beiden. Sturridge zieht ab. Allerdings am Tor vorbei und der Schiedsrichter pfeift pünktlich zur Halbzeit. 2-0 also. Chelsea führt verdient mit 60% Ballbesitz. Das sieht man auch sehr selten, dass Barcelona weniger Ballbesitz hat als andere Mannschaften. Chelsea kämpft. Chelsea tut viel. Sie laufen viel, arbeiten sich die Bälle, bleiben viel im Ballbesitz. Das frühe Tor von Torres hat ihnen gut getan. Barcelona bis jetzt überhaupt nicht im Spiel. Wir werden sehen, was in der zweiten Halbzeit passiert. Barcelona jetzt den Anstoß ausgeführt. Und gleich wieder Chelsea im Ballbesitz. Das gibt es doch gar nicht. Juan Mata mit dem 3-0. Wunderschönes Tor. Kein Stürmerfoul am Anfang nach dem Anstoß. Als sich Juan Mata den Ball schnappte. Vielleicht hätten einige Schiris dort die Situation abgepfiffen. Wir sehen sie hier. Nein, als Torres sich den Ball geholt hat. Ich entschuldige mich. Doch der Schiri ließ weiterlaufen. Für mich verständlich. Für mich war da auch kein Foul zu sehen. Und Juan Mata schiebt zum 3-0 ein. Sein zweites Tor heute. FC Chelsea. Sie blühen auf. Und verweisen Barcelona in die Schranken. Und dort folgt nun gleich der Wechsel. Villa wird kommen. Pedro muss runter. 3-0. Das grenzt ja schon fast an ein Wunder. Was ist nun mit den Spaniern los? Sie wirken teilweise unkonzentriert, keine Ideen. Die Bälle gehen hier nur hoch nach vorne. Man sieht kein Kombinationsspiel, was man so von ihnen gewohnt ist. Messi mit seinen 17 Toren in der Champions League jetzt mal am Ball. Zieht zum Tor, in der Mitte steht Villa! Gerade eingewechselt. 3 Minuten auf dem Platz und sofort steht es 3-1. Der Spieler, der aus Valencia kam, mit dem Tor und feuert seine Mannschaft an. Macht weiter, wir können hier noch was schaffen. Es haben schon viele Mannschaften einen 3-0 Rückstand wieder aufgeholt. Das können wir auch. Der nächste Wechsel steht an. Cesc Fabregas kommt. Eine weitere Offensivkraft. Cesc Fabregas ja in der Jugend von Barcelona groß geworden. Dann einige Jahre in England beim FC Arsenal gespielt. Und nun wieder zurück. Juan Mata jetzt mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Doch der Ball geht einige Meter am Tor vorbei. Keine große Gefahr. Valdes mit dem weiten Abstoß ins Feld. Iniesta kann den Ball nicht für sich behaupten. Juan Mata legt zurück auf Ashley Cole. Essien jetzt über den Ball. Der Sechser muss die Bälle hier mehr verteilen. Es kommt doch etwas sehr viel über die Stürmer. So könnte Essien seine Mitspieler mehr entlasten und mehr Räume schaffen. Sturridge jetzt über außen. Flankt den Ball hinein. Doch der Ball geht an Freund und Feind vorbei, allerdings unten an der anderen Seite ist Ashley Cole, der spielt jetzt hinten rum. Essien kann den Ball für sich behaupten, da ist Ramirez. Doch Puyol klärt den Ball fürs Erste. Iniesta jetzt über außen, Abidal haut den Ball auch wieder nur nach vorne. Ich hatte es schon gesagt, es ist kaum Struktur im Spiel von Barcelona. Trotz der einigen Wechsel hier und dem Tor von Villa scheinen sie nicht viel machen zu wollen. Sie wirken nicht engagiert, das Engagement fehlt. Das ist beides dasselbe, aber das ist egal.
Sie wirken lustlos. Keine Ideen im Angriffsspiel. Gute Idee. Gute Idee, sage ich schon. Gute Chance von Ramirez. Eckball nun. Kurz ausgeführt. Stowage jetzt. In der Mitte ist Ramirez. Der geht ein paar Schritte, zieht ab, abgefälscht und dabei ist drin. Wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Das allseits bekannte Sprichwort findet hier seinen Platz. Kurz ausgeführte Ecke. Der Schuss und ich glaube, es war Abidal. Ich weiß es nicht genau. Wir werden sehen. Fällt den Ball ganz unglücklich ab in die entgegengesetzte Laufrichtung von Valdez. So kann er nicht mal an den Ball herankommen. Und dann steht das 4:1. Wir müssen sehen, wer das war. Es war... tja, wenn ich das lesen könnte. Barcelona-Fans wissen das wahrscheinlich. Es war... ich weiß es nicht. Nicht Puyol. Das war Dani Alves. Ich habe es am Gesicht erkannt. Dani Alves fällt den Ball unglücklich ab. 4:1 also. Welche Unglücksraben. Barcelona spielt ja auch in Schwarz. Sie finden einfach nicht ins Spiel hinein. Das wird hier knallhart bestraft. Chelsea in einer klasse Verfassung. Sie sind hoch motiviert. Haben Spaß am Spiel. Und so spielt man meist auch automatisch gut. Dani Alves jetzt versucht seinen Fehler wieder auszubügeln. Allerdings ein weiterer Fehlpass von ihm. Oder auch nicht. Juan Mata und sein Gegenspieler laufen nur am Ball vorbei. Juan Mata schubst allerdings seinen Gegenspieler. Somit gibt es Freistoß. Iniesta mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Das Spiel nicht sonderlich spannend. Das hatte ich mir allerdings eher anders vorgestellt. Torres wird nun runtergenommen und Drogba wird das Feld betreten. Torres mit einer Klasseleistung. Kriegt hier seinen Applaus und der Trainer Roberto Di Matteo natürlich auch erfreut über das Tor, dass er so früh geschossen hat und seiner Mannschaft damit viel Selbstvertrauen gegeben hat und das Spiel in die Wiege geleitet hat, da wir in dem Spiel ja schon ganze 4 Tore von Chelsea gesehen haben. Falls Sie später eingeschaltet haben, ja, es ist kein Anzeigefehler. FC Chelsea führt hier wirklich mit 4:1. Sie machen ein klasse Spiel. Barcelona kaum im Ballbesitz. Sie können keine Kombinationen ausführen. Frühe Tore durch Torres und Juan Mata. Genauso ein frühes Tor dann nach der zweiten Halbzeit ebenfalls von Juan Mata. Und ein abgefälschter Schuss von Abidal, der ins eigene Tor ging. Somit steht es 4:1. Das Tor für Barcelona schoss Villa kurz aus seiner Einwechslung. Das scheint allerdings keine großen Auswirkungen zu haben. Jetzt ist Xavi auf dem Weg in den gegnerischen Strafraum. Doch Peter Cech ist hellwach, hat nicht viel zu tun. Doch wenn er den Ball halten muss, dann ist er hochkonzentriert. Und das macht einen Weltklasse-Torhüter aus. Lampard jetzt mit dem Fehlpass. Cesc Fabregas versucht das Spiel weiter einzuleiten. Villa über außen zieht in den Strafraum. Sein Schuss wird allerdings abgeblockt. Wo singen wir jetzt? Chelsea spielt jetzt nicht mehr ganz so viel nach außen. Dadurch kommen ein, zwei mehr Fehlpässe zustande. Juan Mata kommt auch nicht an den Ball. Terry, der Kapitän, liegt weiter auf David Luiz. Wo singen wir jetzt? Spielt nach außen. Stowage, der geht jetzt ein paar Schritte. Flankt den Ball hinein, wie wir das am Anfang gesehen haben. Juan Mata fliegt am Ball vorbei.
Wäre sicherlich ein schönes Kopfballtor geworden. Aber Chelsea kann ja nicht immer Glück haben. Obwohl die Führung lange kein Glück mehr ist, sondern hoch verdient. Messi versucht jetzt hier was. Allerdings wird der Ball weggehauen. Via kriegt die Pille. Und der Ball wird wieder einmal nach vorne geschlagen. Ist denn jetzt im Ballbesitz. Cech kommt aus dem Strafraum raus und haut den Ball weg. Und wir sehen oben links, dass die Nachspielzeit angezeigt wurde. 2 Minuten sind noch zu spielen. Und da ist Drogba! Fast mit dem 5:1. Hätte dem Ganzen hier noch das i-Tüpfelchen draufgesetzt. Der Spieler von der Elfenbeinküste hat hier noch eine gute Möglichkeit zum Schluss. Und 4:1 besiegt der FC Chelsea den FC Barcelona. Unglaublich. Die Fans sind aus dem Häuschen. Und Barcelona kann das, glaube ich, kaum fassen. Sie müssen hier sehr, sehr, sehr motiviert ins nächste Spiel gehen. Mit sehr vielen Toren. Wenn sie das hier noch wieder richten wollen nach diesem unkonzentrierten Anfang, sind sie nicht mehr ins Spiel gekommen und haben dann noch weitere Tore kassiert. Juan Mata mit seinem schönen 3:0 in der 46. Minute, direkt nach dem Anstoß. Wie bitter für Barcelona, doch sie müssen weiterspielen. Sie wissen, dass sie Fußball spielen können, das haben sie längst bewiesen. Und ich verabschiede mich aus London an der Stamford Bridge. Ich hoffe, das Spiel hat Ihnen gefallen. Es war für mich hochinteressant. Und wir sehen uns im nächsten Champions League Spiel. Ich bin Crank Ron. Ich bin weg.